Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Mit Miles Bemel, ja. Kaffeemaschine. Jetzt können wir hier noch was machen. Nö. Hier können wir nichts machen. Wir haben kein Geld für einen Kaffee. Also wählen wir nichts wie raus. Erstmal schauen wir uns weiter um. Ja, ich weiß, ich habe noch einen Poki geklickt, können wir aber noch schmecken. Da waren wir auch schon. Ja, der Schild ist. Telefon. Punkt, was der sagst du? Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp-Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann. Lass das! Ich muss wissen, wie es ausgeht! Tja. Lichtschalter. Die Puhbucke-Lampe. Dieser Juppie. Reden wir erstmal mit dem hier. Hallo? Ja. Hallo! Hallo? Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppi, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Ja, dann gehen wir doch mal. Da war doch noch so ein Typ hier. Nee. Hallo? Hey! Du musst dich nicht vor mir verstecken. Upsi, ich hab mit dem Sessel geredet. Du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ja, ich bin Edna. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Ja, darf ich. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Ja. Die Dinosaurier starben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Ja. Was haben sie nur vor? Wollen Sie etwa insgeheim die Polkappen schmerzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Benutze Fernseher. Klock. Willkommen bei den Börsen-News. Ja, Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Fehler. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Verkaufen und verkaufen. Börsen-News. Was macht Mark denn Juppie dazu? Nein, das könnte er missverstehen. Reden mit ihm. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ach, lassen wir es.
Ja, jetzt schnell verkaufen. Verkaufen. Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du. Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Cool. Kaum auszudenken. Ja, reden mit. Hallo? Hallo? Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen. Ja, verkaufen. 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 Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, ja, jetzt schnell verkaufen. Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Hallo? Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Nein, nicht kaufen! Nicht kaufen! Nicht kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Irwin. Was mit dem jetzt eigentlich kaufen und verkaufen? Hallo? Ha! Kaufen! Ja. Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, das letzte. Puh, gut, dass ich da kaum aus. Kennen wir schon. Red Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Ja. Kaufen! 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 Sieh mal, Junge, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja! Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Ja. Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Ja! Ja, mein kleines wenig. Jetzt laschen wir. Wir brauchen Moneten. Telefon! Was war das? Katsching! Nehme Münzschacht. Wechselgeld. Katsching! Jetzt wollen wir einen Kaffee holen. Hey, Poki, was sagst du? Drogenbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogenbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das ist halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogenbecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen... Ja, genug gespoilert. Jetzt kümmern wir uns um die essentiellen Dinge. Jetzt rennen. Ihr müsst eigentlich so schnell Renntaste sein wie bei Dingskirchen. Klapp. Benutzen wir aber erstmal den... Die tote Fliege mit Telefon. Ich sollte irgendwann die Angehörigen informieren. Cool. Rennen. Deshalb wurde die Funktion in Harrys neue Augen eingefügt. Benutze Münze mit Münzschlitz. Was passiert? Die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Mist, wir haben keine Münzen mehr. Jetzt müssen wir uns noch Münzen besorgen. Das machen wir im Schnelldurchlauf, also nicht viel reden, nicht den Poki klicken. Nicht irgendwelche sinnlose Kombinationen. Ja, so gut sinnlos kombinieren wie Krog. Rennen. Das vibrierende oder klackernde Geräusche im Hintergrund, das ist meine Maustaste. Telefon. Hörer mit Misthilfe. Cool. Scheinbar hat jemand in meiner Abwesenheit versucht zu telefonieren. Cool. So ein Glück. Nehmen wir uns die Munde.
fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Mist. Der Hörer fehlt. Ich wollte mir die Münze nehmen, nicht das Telefon. Wechselgeld. Ah ja, so. Das Telefon wäre relativ problematisch, als hätte ich so eine ganze Münze mit sich rumschleppen. Holen wir uns einen Kaffee. Hallo? Ja, da sind wir wieder. Und jetzt. Geld! Yeah, yeah! Moment, erstmal verwenden wir den Topf. Wenn ich einen Topf voll Gold will, brauche ich. Benutze Topf mit Schacht. Können wir das machen? Da kommt nichts rein. Offen. Ach so, dann tun wir dann. Becher rein. Und holen wir uns einen Kaffee. Gute Idee. Huch, der hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das war wohl der falsche Becher. Ja, okay. Katsching! Kaffee. Oh, ein Kaffee. Jetzt nehmen wir uns den Kaffee. Und jetzt mache ich eine kleine Aufnahmepause. Also tschüss.